Hallo. Es ruckelt gerade. Willkommen zurück bei Spec Ops The Line. Wir sind auf dem Weg, den Funker auszuschalten. Wir haben jetzt festgestellt, dass der Funker nicht Conrad ist, weil Conrad nicht Polizei, will, dass Ryan man seine Chandler. Stimme hört. Conrads Verstärkung ist wahrscheinlich schon unterwegs. Dein Auftritt, Lugo. Der Sender muss in 0, nichts laufen. Klar? Nur keine Sorge, ich verstehe mein Handwerk. Das ist aber sehr farbig hier. Guck mal, die haben sogar Wasser. Ein Äffchen. Okay. Alles anschauen hier. Oh, was ruckelt's denn auf einmal so? Huiuiui. Bierkisten, was ist denn das? Was trinken die denn für ein Bier? Ah ne, das ist Aquafresh Premium, das Wasser. Den Wasser in so einen komischen Bierkisten. Also bei uns ist das eine Bierkiste. Geheiminfos sehe ich keine. Dann gehen wir mal weiter. Guck mal einer Schau. Wen haben wir denn da? Der Funker. Lebt er noch? Ja, er lebt noch. Hey Jungs! Das ist doch nicht echt. Ich meine, die Uhr läuft, Lugo. Bin dabei. Das ist ein Spezialteil. Kann ein Weilchen dauern. Was ist das? Sind das Stimmen? Ganz ruhig, G.I. Joe. Ist nur ein Wolkenbrech. Wir hören das hier andauern. Ein was? Ein Signal, das von der Sturmwand abprallt. Hey! Hört euch den Streber an! Steht so im Lehrbuch. Sie haben dieses ganze Sendersystem aus Ersatzteilen zusammengeschraubt. Beeindruckend. Ach, naja. Also. Hawaii-Hemd. Ich sehe, Sie haben den Sender. Und Buddha. Aber wie weit reicht das Ding wirklich? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Oder bis zur Sturmwand? Ist dasselbe. Bullshit. Oh, ihr Kleingläubigen. Sie sind live und auf Sendung, mein guter Mann. Sagen Sie was. Wow, das ging leichter als erwartet. Danke. Bleib mir vom Leib, verdammt. Hast du den Verstand verloren? Bist du wirklich so scheiß naiv? Wegen ihm hatten wir ständig die 33. am Arsch. Der hätte uns nicht einfach abziehen lassen. Ich hab getan, was nötig war. Das hast nicht du zu entscheiden. Leck mich. Ich hab's getan. Schluss jetzt. Wir klären das später. An alle, die mich hören, ich bin der Commander der US-Evakuierungskräfte. Wir sind hier, um sie zu retten. Aber zuerst wird die 33. für ihre Taten bezahlen. Sie enttäuschen mich, Walker. Sehen Sie nicht. Niemand verlässt Dubai. Ich hab's versucht. 1300 Männer, Frauen und Kinder tot. Wenn Sie nicht aus meinen Fehlern lernen wollen, kann ich absolut nichts mehr tun. Und jetzt? Verdammt, wir kommen nur mit dem Heli hier raus. Aber wir müssen an einer Menge Kanonen vorbei. Ins Hochhaus. Los! Ihr zwei geht, ich gebe euch Deckung. Vergiss es! Keine Widerrede jetzt, haut ab! Er hat recht. Los, komm! Oh nein. Lugo, sobald wir beim Heli sind, rennst du los! Keine Panik wegen mir. Macht euch los! Los geht's! Ich kann dir helfen, Boss. Nimm mir ein Ziel. Oh.
Hab ich. Feind getötet. 10 Uhr auf der Treppe. Vorwärts, verdammt, Bewegung. Feindbewegung. Magazinwechsel. Hatte auf mein Ziel. In die Treppe links von euch. Oh. Ah, das ist der Typ mit dem Messer. Hoppla, den habe ich jetzt ganz verpasst. Jetzt ruckelt's schon wieder. Eieieiei, schnell. Lass ihn an, Adams. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, Baby, komm schon. Bin unterwegs. Gib mir Deckung. Ja, gebe ich dir. Bin unterwegs! Nicht auf mich zielen, ja? Das ist Lugo, okay. Die Zeit wird knapp, Lugo! Beeilung, verdammt, schieß dir den Treibstoff an! Da drüben auf dem Dach! Am Dach gibt mir Deckung! Ich sehe gar nichts, ach da. Ja, auf dem Dach mache ich auch platt. Kein Ding. Komm schon, Lugo! Soll ich dir noch alles abknallen für dich? Ja, wo bleibt mein Feuerschutz? Was schieße ich denn hier? Ich schieße auf alles, was sich bewegt. Oh, da ist Lugo. Da ist noch einer. Die beiden da. Komm schon, das schaffst du! Das schaffst du! Los, 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 los! Und jetzt schießen! Auch echt scheiße Ziel mit dem Teil. Den Typ mal eine MG, ha? Bin ich tot? Oh, verdammt. Jetzt haben wir wieder so einen endlichen Ladescreen wahrscheinlich. Wieder eine MG. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Obwohl der so rot unterlegt war, aber das kommt immer erst voll spät. Ich habe nicht mal die MG gesehen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ah ja. Noch mal ein paar Minuten können wir schon noch rumballern, ne? Für Sonntagmorgen. Das ist genau das Richtige. Sonntagmorgen gucke ich nämlich immer Dragon Ball. Bis Mittag.
Und dann spiele ich eine Runde Menschen töten. Super. Ich überspringe den Ladescreen gleich mal. Bis gleich. So, Lugo ist wieder im Hubschrauber. Und ich darf nochmal ballern. Da ist er. Jawohl, das wollte ich. Nächsten Typen an der MG plätten. Ist tot. Wow. Wow. What the... Ach du Scheiße. Schauen wir mal, machen wir auch noch Platt da oben. Also ihmchen noch und ihmchen noch. Noch ein paar Glasscheiben einballern. Ultimative Zerstörung hier. Nee. Cool, mit den Wassereffekten. Von was? Ein Hubschi? Ein Heli? Ein Hubi? Ein Hubschi? Einen Ladescreen kriegen wir. Wunderbar. Wollen wir doch nicht mehr. Machen wir Schluss? Machen wir an der Stelle Schluss. Sehen wir uns gleich, morgen, übermorgen, wann auch immer, wann die nächste Folge online ist, bei Spec Ops The Line. Ciao.